Hechtsommer von Jutta Richter. Es war so ein Sommer, der nicht aufhört. Und dass es unser letzter werden würde, hätte damals keiner geglaubt. Wir konnten es einfach nicht glauben, so wie wir uns auch nicht vorstellen konnten, dass es je wieder einen Winter geben würde, einen Winter bitterkalt, mit richtigem Schnee und einer dicken Eisschicht auf dem Wassergraben. Es war so ein Sommer, der nicht aufhört. Er hatte im Mai angefangen. Die Sonne schien jeden Tag. Die Pfingstrosen setzten Knospen an. Die Blütenkerzen der Kastanienbäume explodierten über Nacht. Gelb leuchtete das Rapsfeld. Und hoch über uns zerschnitten die Mauersegler den unendlich tiefen Himmel.